Hans Winterberg kam in Prag zur Welt am 23. Mai 1901. In die Kindheit Hans Winterbergs fiel der Glanz der alten, goldenen Stadt Prag. Therese Wallerstein, eine damals bekannte Konzertpianistin, wurde die Klavierlehrerin des begabten Neunjährigen. An der Deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst fand er hervorragende Lehrer. Sein Kompositionsgeheimnis ist die Polyrhythmik, die Kunst, eine ganze Reihe verschiedener rhythmischer Strukturen gleichzeitig erklingen zu lassen. Hans Winterberg, der im Jahre 1963 mit dem Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet wurde, spricht in öffentlichen Konzerten und in Sendungen der Rundfunkanstalten ein großes Publikum an, das die handwerkliche Sauberkeit, den Einfallsreichtum und die klangliche Kühnheit seiner Werke zu schätzen weiß.